Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Freitag, den 8.9. Ja, und heute gleichzeitig auch Portaltag. Ja, schauen wir, was wir heute an diesem Tag an Energie zur Verfügung haben. Oh, der Schlüssel. Ja, könnten wir heute so einiges an Schlüsselerlebnissen haben. Gerade durch den Portaltag ist das ja nicht sehr unwahrscheinlich. Ups, Entschuldigung, jetzt habe ich euch durchgeschüttelt. Ja, da kann tatsächlich durch ja, die Spiritualität, ne, den Austausch mit der göttlichen, geistigen Welt, hier Lösungen hineinkommen für etwas. Lösungen, Entspannung. Ja, wir haben mit dem Schlüssel hier die 33, vielleicht durch eine bestimmte Begegnung, eine Info, ein Wort, was wir aufschnappen, eine Idee, kommt hier Lösung für eine Sache, für eine bestimmte Entwicklung hinein. Ne? Der Schlüssel, ja, zum Glück, zur Entwicklung. Wir haben hier eine, auch zur Herzöffnung vielleicht, ja, sich selbst zu öffnen für eine bestimmte Entwicklung, eine bestimmte Person, eine, ja, auch Offenheit, ne, für Herzöffnung, Offenheit gegenüber, ja, Lösungen auch, ne, neuen Wegen. Hier haben wir die 8 Karo mit dabei, entspricht 8 der Münzen. Ja, arbeitest du vielleicht auch an einer bestimmten Lösung, ja, kommt dir hier eben vielleicht auch, ja, wie gesagt, eine Idee hinein, ne? Ein Anschub. Aber ne, schließt sich heute vielleicht einfach auch einiges für dich auf an Klarheit, an Bewusstsein. Gibt es heute den Startschuss für eine bestimmte Aktion, auch ein bestimmtes Herzensprojekt. Ne? Hier im Hintergrund dieses Schloss zeigt auch eine Dame an und das Schloss direkt ist in ihrer, in der Gegend von Sakralchakra, Solarplexus Chakra und Herzchakra. Ja? Eben indem sie sich öffnet, von Herzen öffnet, ne? Für neue Wege, für bestimmte Lösungen, Ideen, Gedanken, ja, Infos, was auch immer, ne, kann hier in die Mitte gefunden werden, in die eigene Kraft und Stärke. Ja, kommt etwas in starke Stabilität, ja, kommst du ganz auch in Hingabe, beziehungsweise ist die Hingabe vielleicht tatsächlich auch der Schlüssel dafür, dass etwas gelingt, dass etwas in Fülle kommt, ne. Aber ja, es muss schon auch eben dran geblieben werden, ja, die Meisterschaft gezeigt werden, im Zusammenwirken noch mit anderen auch, ne? Ja, der Stern. Heilung kommt hinein, Heilung für den eigenen Weg. Ne, sehr viel Spiritualität, sehr passend heute für den Portaltag. Ne, wird auch manches einfach klar, wo es hingeht. Kommt diese Klarheit einfach auch zu. Klarheit, was dir selber entspricht im tiefsten Inneren. Folgst du dem ja, ganz von ganzem Herzen auch. Ne, kannst dem folgen, wirst dir, bekommst dir so richtig auch Anschub. Ja, hier, ne? Geht es darum, sich der göttlichen geistigen Führung anzuvertrauen, eben, ne? Dafür aufgeschlossen zu sein, empfänglich und ja, da auch Inspiration, Impulse aufzunehmen. Ja, wie es weitergeht, Schrittchen für Schrittchen. Vielleicht geht es hier tatsächlich auch um Berufung, ne? Denn das, was uns im Innersten ausmacht, ja, wofür wir da auch von Herzen brennen können, das kommt hier voran, ja, und damit dein eigener Weg, dein eigener Lebensweg hier auch in Heilung, ne? Spüre die Kraft des Blutes und der Ahnen,
Du bist nicht allein. Ja, das ist eine starke, interessante Karte mit der 10, dem Rad des Schicksals, was da noch mit angedeutet ist. Ja. Was steckt dir im Blut? Ne? Ja, wofür pulsierst du? Ja, vielleicht ist es tatsächlich ja auch Berufung, der du auf die Spur kommst, ja. Berufung, die du vielleicht auch zum Beruf machen möchtest. Aber na, hier kann auch natürlich für Lebensweg in jeglicher Thematik eine Klarheit und Führung hineinkommen und Heilung, ja. Dass du dem folgst, was dir eben entspricht. Das hatten wir dieser Tage schon einmal, ne? Ja, was dir von Alters her auch aufgegeben ist und du bekommst hier wunderbare Unterstützung. Vielleicht spielt Thema Ahnen, Prägung durch Ahnen, aber eben auch schon, ja, Bestimmungen von Alters her eine wichtige Rolle. Ne? Ja, sich darüber einfach auch klar zu werden. Spannend, ja. Intensive Energie, sehr intensive Woche, ja. Naja, vielleicht gibt es hier tatsächlich auch noch mal eine Erneuerung eines bestimmten Auftrages, ne? Ja, eines bestimmten Seelenauftrages. Kommst du damit in Frieden, in Versöhnung? Aber natürlich auch natürlich für andere Thematiken. Ja. Passiert heute viel Aufgeschlossenheit, Heilung, ja, und dadurch erneuernde Kraft. Ne. Ja, eine gesegnete Zeit dafür. Bleib dran, bleib im Vertrauen, ja, geh. Ja, geh einfach auch voran, geh deinem Gespür auch nach, gib dich in den Fluss des Lebens hinein, ja, nicht in Widerstand, ne? Ist das vielleicht auch ein wichtiger Schlüssel, sich hineinzugeben in den Fluss des Lebens, der Dinge, ja, und ja, nicht so sehr in eine Unzufriedenheit und ja, Kritik an dem, wie etwas sich entwickelt, ne, wie es kommt. Es hängt immer auch mit dem zusammen, natürlich, wie wir selber so Schrittchen vorankommen, etwas bewältigen. Ne? An manchen Stellen brauchen wir dann vielleicht noch mal eine Ehrenrunde, bis wir ja aufgeschlossen für eine bestimmte Entwicklung sind, eine Entwicklung für uns selbst, ne? Nicht nur im berufungsmäßigen, sondern vielleicht auch in anderen Heilungszusammenhängen, ne? Dass wir werden dieser Tage auch Süchte mit dabei, dass wir die vielleicht einfach auch loslassen können, damit in Heilung kommen, ne? Hier verstehen vielleicht auch, ne? Verstehen, ja, was uns hält und wo wir uns, ja, wie wir uns selber auch lösen können, ne? Hier bekommen wir einfach auch Kraft dafür, ne? Und kann sich das Rad dann weiterdrehen, kann es vorangehen in neue Lebendigkeit und Kraft hinein, auch in neue Kreativität hinein. Ne? Ja, alles Liebe dafür, gesegnete Entwicklung, gute Aufschlüsse, ja, gute Aufmerksamkeit auch. Ne? Schau einfach, ne, was dir da einfach auch zukommt an Inspiration und Klarheit. Alles Liebe und bis ganz bald, deine Tara von Tarot Rainbow.